In diesem Video geht es um die sogenannten Spektralfarben und diese sind sehr stark mit der Frage verbunden, wie entsteht eigentlich ein Regenbogen? Wir beginnen mit etwas Theorie. Das weiße Sonnenlicht besteht im sichtbaren Bereich aus sogenannten Spektralfarben, die lückenlos von Rot über Orange, Gelb, Grün, Türkis, Blau bis Violett verlaufen. Eigentlich gibt es unendlich viele Spektralfarben, da zwischen zwei Farbtönen in dem Lichtspektrum immer ein weiterer Farbton liegt. Das bedeutet also, mit den sieben Regenbogenfarben sind also Farbbereiche gemeint, die sich nicht scharf trennen lassen. Wie ist das gemeint? Wenn sich jetzt zwei Personen zum Beispiel einen Regenbogen anschauen, beide werden sich darauf einigen können, also wenn sie jetzt in der Lage sind, Farben zu erkennen, dass wir jetzt einen Verlauf haben, dass sich die Farbe ändert. Aber wo genau jetzt Rot aufhört, wo fängt Orange an, wo hört Orange auf, wann beginnt dann wieder Gelb? Also da wird man sich nicht einigen können, wo genau diese Grenze liegt. Deshalb ist es eigentlich unnötig, jetzt über diese Grenzen zu sprechen, weil es lässt sich auch nicht objektiv entscheiden. Dass es wirklich so ist, dass weiße Lichtstrahlen aus Lichtstrahlen mehrerer Farben bestehen, lässt sich in einem Experiment nachweisen. Und dazu benötigen wir eigentlich nicht viel Material. Das Wichtigste oder das Zweitwichtigste ist eine Lampe mit einer sogenannten Schlitzblende. In dieser Lampe befindet sich eine Glühlampe, die sendet Licht in allen Richtungen aus. Und durch diese Schlitzblende haben wir jetzt nur einen kleinen Spalt, durch den das Licht das Innere dieser Lampe verlassen kann, sodass ein mehr oder weniger nur ein Strahl oder mehrere parallel zueinander verlaufende Strahlen die Lampe verlassen können. Also durch diesen Schlitz haben wir eine fest definierte Richtung dieser Lichtstrahlen. Dieser weiße Lichtstrahl soll nun jetzt auf ein sogenanntes Prisma treffen. Im Prinzip ist es eine geometrische Figur. Hier haben wir ein Stück Glas, das eine Säule ist mit der Grundfläche eines Dreieckes. So, dann wird das weiße Licht, wenn wir jetzt die Grenze von der Luft zum Glas und dann wieder vom Glas zur Luft passieren, aufgesplittet in mehrere verschiedene farbige Strahlen. Hier habe ich jetzt nur sozusagen die Grenzen angezeichnet. Also die erste Farbe, die wir sehen, ist die rote Farbe und dann haben wir einen Farbverlauf bis zum Violett. Und diese können wir auch auf einem am besten weißen Schirm sichtbar machen. So, üblicherweise würde man diese Darstellung jetzt nicht hier dreidimensional zeichnen, sondern eine Sicht aus der Vogelperspektive. Also das wäre jetzt die Lampe in Form eines Rechteckes. Dein Prisma von oben gesehen sieht aus wie ein Dreieck. Und so kommen wir zu unseren Strahlen in der vereinfachten Form. Von diesem Experiment habe ich jetzt ausnahmsweise kein Video gemacht. Ich habe mich jetzt für ein Foto entschieden. Es liegt einfach nur daran, dass ich Fotos in einer höheren Auflösung aufnehmen kann, als das bei einem Video der Fall wäre. Also, was sehen wir hier auf diesem Foto? Einmal hier die Lampe mit dieser Schlitzblende. Da sehen wir hier diese etwas hellere Stelle. Das ist der Schlitz. Mein Prisma, was ich benutze, ist nicht ganz dreieckig, also hier haben wir ein Viereck, aber wenn wir uns hier einen Schnitt denken würden, spielt es an dieser Stelle gar keine Rolle. Eigentlich geht es nur darum, dass wir jetzt hier eine Kante haben und da eine Kante, das sind sozusagen die Übergänge einmal von der Luft ins Glas und vom Glas wieder in die Luft. Welcher Strahl interessiert uns hier? Also wir haben jetzt hier einen Lichtstrahl, der hier gebrochen wird und dann nochmal gebrochen. Also eigentlich interessiert uns das hier. Dieser Lichtstrahl, ich vermute mal, dieser entsteht dadurch, dass unser Schlitz höher ist als das Prisma
Und es gibt einfach Lichtstrahlen, die über das Prisma drüber einfach verlaufen und dann hier auf diesen Schirm treffen. Deshalb haben wir hier diesen Strich und diese etwas helleren Stellen. Das sind einfach Lichtstrahlen, die aufgrund der Reflexion an dem Grenzübergang entstehen. So, ich verwende jetzt hier die Software GIMP. Es ist eine Open Source Software. So ähnlich wie Photoshop, nur kostenlos und von einer Community entwickelt. Was uns interessiert ist, wie ich schon gesagt habe, ist diese Stelle hier. Ich markiere das, klicke mal auf Bild und auf, Moment, auf Auswahl zuschneiden. Dann kann ich jetzt sozusagen nur diese, also das ganze Bild auf die gewünschte Stelle reduziert. Und hier kann ich etwas reinzoomen. Das wird jetzt die normale Größe, die normale Auflösung. Und jetzt sehen wir bei diesem Lichtstrahl auf dem Schirm, dass wir einen Verlauf haben von Rot bis zu Violett. Ich kann jetzt noch etwas weiter reinzoomen. Jetzt sind wir bei 400% und wir sehen hier etwas Regenbogenmäßiges. Und wie gesagt, in dem Video habe ich eigentlich gar keinen Verlauf sehen können. Da hat die Auflösung einfach nicht ausgereicht. Und die Zeichnung, die wir gerade gemacht haben, da sind die Winkel natürlich etwas übertrieben. Notieren wir also unsere Beobachtung. Der weiße Lichtstrahl erscheint auf dem Schirm als ein Farbverlauf, nachdem er, also der Strahl, das Prisma passiert. Erläuterung. Der weiße Lichtstrahl ist eine Überlagerung aus unendlich vielen Lichtstrahlen unterschiedlicher Farbe. Je nach Farbe wird das Licht beim Übergang von der Luft in das Prisma unterschiedlich stark gebrochen. Jetzt kommen wir zu einer Zeichnung. Das ist jetzt hier die Grenze zwischen zwei Medien, zum Beispiel Luft und Glas. So, dann haben wir einen weißen Lichtstrahl, der auf die Grenzfläche trifft. Senkrecht dazu haben wir das Lot. Und zum Lot messen wir den Winkel Alpha. Das ist der gleiche, den wir jetzt bei einem Snellius'schen Brechungsgesetz immer anzeichnen. So, und jetzt kommt die Erklärung unserer Beobachtung. Einmal gibt es zum Beispiel einen violetten Strahl. Dieser wird sehr stark gebrochen. Dieser Winkel ist Beta Index Violett. Und die restlichen Strahlen überspringe ich und zeichne jetzt nur diesen letzten sichtbaren Lichtstrahl, den roten Lichtstrahl. Da ist der Winkel deutlich größer. Der geht nämlich von da bis da. Also in dieser Zeichnung wäre dieser Winkel so ungefähr doppelt so groß. Ist aber jetzt nicht maßstabgetreu. Also das violette Licht breitet sich im Glas langsamer aus als das rote Licht. Das violette Licht wird dadurch stärker gebrochen und damit können wir sozusagen das weiße Licht in die Bestandteile aufsplitten. Und der einzige Grund ist, also die Lichtgeschwindigkeit in Medien, vor allem im Glas, hängt davon ab, welche Wellenlänge das Licht hat. Das lässt sich jetzt mit der geometrischen Optik nicht erklären. Also da mussten wir wirklich auf die sogenannte Wellenoptik ausweichen. Und da stellt man fest, dass das violette Licht langsamer ist als das rote Licht in dem Glas und dadurch ist die Brechung stärker als bei dem roten Licht. So, kommen wir nun zu dem Regenbogen. Entstehung des Regenbogens. Wir fangen mit einem Wassertropfen an und betrachten einen weißen Lichtstrahl, der jetzt da von oben von der Sonne kommt und auf unseren Wassertropfen trifft. Dann gibt es einen Lichtstrahl, also jetzt wird das Licht in die Bestandteile aufgesplittet. Es gibt einen roten Lichtstrahl, der hier gebrochen wird und auch da gebrochen wird. Ausnahmsweise betrachten wir jetzt nicht den Lichtstrahl, der jetzt hier weiterläuft, sondern den Anteil, der an der Grenze hier reflektiert wird.
Und das gleiche machen wir für die violetten Lichtstrahlen. Auch hier werden wir gleich die Strahlen betrachten, die nicht die Grenze hier passieren, sondern die nach dem Reflexionsgesetz einfach reflektiert werden an der Grenzfläche. So, dann haben wir hier einen roten Strahl und einen violetten Strahl. Und diesmal schauen wir uns wieder den Lichtstrahl, also den Anteil an, der durchgelassen wird. Also hier werden ja mehrere Reflexionen stattfinden. Wir betrachten aber erstmal den Strahl, der die Grenze passiert. Dann den reflektierten Strahl. Wie gesagt, es gibt einen Anteil, der dann weiter verläuft. Es gab auch einen Anteil, der hier reflektiert wurde. Interessiert uns aber nicht. Und jetzt gibt es die reflektierten Strahlen. Und von diesen reflektierten Strahlen schauen wir uns wiederum die Anteile an, die durchgelassen wurden. Einmal den violetten Anteil und einmal den roten Anteil. Nun sehen wir, das weiße Licht wurde jetzt in die Bestandteile aufgesplittet. Es reicht aber jetzt nicht aus, um einen Regenbogen sehen zu können. Vor allem, wenn man sich den Regenbogen anschaut, werdet ihr feststellen, dass der Farbverlauf an dieser Stelle nicht zu der Beobachtung passt. Das violette Licht ist stärker gebrochen und dadurch nach der Reflexion und so weiter liegt eigentlich das violette Licht über dem roten. Und das entspricht nicht, also es stimmt jetzt nicht mit dem Bild überein, was wir jetzt von dem Regenbogen kennen. Da fängt es nämlich mit der roten Farbe an und nach unten haben wir den Verlauf über Orange, Gelb, Grün, Türkis, Blau bis zum Violett. Wie kann man das denn erklären? Ein Regenbogen entsteht meistens nachdem es geregnet hat. Das bedeutet, in der Luft befinden sich ganz, ganz viele Wassertropfen. Ich zeichne jetzt einige davon und nun betrachten wir wieder das weiße Licht, das mehr oder weniger von oben auf die Wassertropfen kommt. Und hier so stehen zum Beispiel wir, also ein Beobachter. So, das weiße Licht trifft auf einen Wassertropfen und in diesem Wassertropfen passiert das, was wir hier etwas größer gesehen haben. Das gleiche passiert bei allen anderen Wassertropfen. Ich habe mir jetzt zwei Strahlen ausgesucht, die einmal auf diesen Tropfen treffen und einmal auf diesen. Und die schwarzen Linien stehen für das weiße Licht. So, dann gibt es natürlich hier die Lichtbrechung und die Aufteilung des weißen Lichtes in die farbigen Anteile. Also einmal gibt es einen violetten Strahl. Das gleiche natürlich auch bei diesen Tropfen. Und hier habe ich einfach diese Tropfen ausgewählt, weil von diesen Tropfen kann der Beobachter dann, den violetten Lichtstrahl betrachten. Und wenn wir uns jetzt die roten Lichtstrahlen anschauen, kann der rote Lichtstrahl von diesen Wassertropfen das Auge erreichen, von diesen Tropfen aber nicht. Das bedeutet, die Lichtstrahlen, die im Auge ankommen, stammen eigentlich von verschiedenen Wassertropfen. Und wenn wir jetzt einen Regenbogen sehen, ist es nicht so, dass wir die Lichtstrahlen, also dass wir die Farben jetzt von einem weißen Lichtstrahl in unserem Auge registrieren, sondern eine Farbe kommt von einem Wassertropfen, die nächste Farbe von dem nächsten und so weiter. Und dadurch entsteht ein Regenbogen. Jetzt habe ich es gerade sogar falsch rum erklärt. Also der Verlauf wäre dann violett. Das sind die Tropfen, die am tiefsten liegen. Und je höher wir uns dann bewegen, desto rötlicher wird das Licht, das in unserem Auge ankommt. Es ist auch der Grund, weshalb ein Regenbogen nur zu bestimmten Tageszeiten zu sehen ist. Es muss einfach alles aufeinander abgestimmt sein. Es muss ein gewisser Winkel herrschen und nur so können wir den Regenbogen sehen. Manchmal ist die Konstellation noch so günstig, dass wir noch Lichtstrahlen haben,
nochmal von weiter oben in dem Auge ankommen nach mehreren Reflexionen, dann spricht man von dem sogenannten Nebenregenbogen. Manchmal sieht man sozusagen zwei Regenbögen nebeneinander, aber auch das ist nur zu gewissen Tageszeiten möglich. So, wir notieren. Das Sonnenlicht wird beim Übergang von der Luft in das Innere des Wassertropfens gebrochen und danach reflektiert. Also jetzt von da nach da. Wir sehen einen Regenbogen, da unterschiedlich farbige Lichtstrahlen aus unterschiedlichen Wassertropfen das Auge erreichen. Also das, was wir jetzt hier in diesem Bild gesehen haben. Zum Schluss wollte ich euch noch zeigen, dass man das, was wir in dem Experiment gesehen haben, auch in einer Simulation durchführen kann. Ich verwende an dieser Stelle wieder AlgoDo und es bietet sich wieder an, das Farbschema der Optik zu wählen. Also starte ich eine neue Szene und klicke hier auf Optik und da sind die Voreinstellungen einfach für die optischen Phänomene besser gewählt. So, ich nehme jetzt ein Rechteck. Aus diesem Rechteck werden wir jetzt ein Prisma machen. Also aus diesem Rechteck soll gleich ein Dreieck werden. Und das mache ich so, dass ich das erstmal ein Rechteck gezeichnet habe. Jetzt drehe ich das so ein bisschen. Und darüber lege ich ein etwas größeres Rechteck, wenn mir AlgoDo es erlaubt. So, dann zeichne ich es mal daneben und verschiebe ich es so, dass das große Rechteck über dem kleineren Rechteck liegt. Und die Idee ist, also wir haben jetzt einen Teil des Rechteckes, des kleineren Rechteckes mit dem großen Rechteck verdeckt. Es gibt eine gewisse Überlappung und mit AlgoDo kann man diesen überlappenden Teil entfernen, indem wir auf das große Rechteck klicken, unter CSG auf Differenz klicken, dann wird das, was wir mit dem Rechteck verdeckt haben, von dem kleineren Rechteck entfernt. So, das große Rechteck brauchen wir an dieser Stelle jetzt auch nicht mehr. Löschen wir das und so ist unser Dreieck entstanden, was wir noch passend drehen. Der Grund ist, ich möchte ein Dreieck haben mit einem möglichst spitzen Winkel. So, nun kommen wir zu einer Lichtquelle, ein Laserwerkzeug. So, nun passiert dieser Strahl, unser Prisma wird gebrochen. Was wir jetzt aber nicht sehen, also momentan gibt es hier auch keinen Farbverlauf. Es liegt daran, dass unser Laserwerkzeug ein Licht von einem bestimmten Farbe emittiert und was wir brauchen ist ein weißer Strahl. Das bedeutet, wir klicken auf unsere Lichtquelle mit der rechten Maustaste und unter Aussehen klicken wir hier, wählen wir einfach die weiße Farbe aus. So, und nun haben wir einen weißen Lichtstrahl, der hier gebrochen wird und durch die Brechung in die Bestandteile aufgesplittet wird. Dann können wir auch sehen, wie AlgoDo an dieser Stelle arbeitet. Wir haben jetzt hier kein Spektrum mit unendlich vielen Farben, sondern an dieser Stelle wird es nur mit einzelnen Lichtstrahlen gearbeitet. Wenn wir jetzt den Brechungsindex von dem Material hier verändern, mit der rechten Maustaste unter Material gehen wir zum Beispiel auf so, keine Ahnung, 2,5. Dann sehen wir, dass in der Simulation nun mit, wie viele Strahlen sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich zähle hier 12 Farben, mit denen AlgoDo gearbeitet hat. Aber für eine Simulation finde ich das schon ziemlich ordentlich und man kann das gut nachvollziehen. Natürlich werden in Sonnenlicht auch diese Bereiche mit entsprechender Farbe besetzt.